Hallo, Halli hier und willkommen zurück beim KSP Karrieremodus Staffel 2, Folge 2, das ist schön. Wir wollen, müssen lustige Sachen testen. Gelandet, was mich irritiert. Wir müssen den Booster gelandet, wir müssen das landen. Reicht es nicht, wenn ich die... Gut, der Test wäre ja... gute Frage. So, erstmal Tanks. Wir bauen einfach sozusagen mehr oder weniger nochmal dieselbe Rakete wie vorhin. Wir haben den Decoupler, haben wir ja schon drinnen, ne? Ja. LVT-45 ist die hier. So, die Rakete müssen wir testen. Kriegen wir ja auch hin. Muss die Höhe erreichen. Haben wir vorhin, ist kein Problem. Die Geschwindigkeit war auch kein Problem. So. Solid Fuel. Wir hätten die wahrscheinlich vorhin, nachdem wir zuerst die Kapsel getestet haben, hätten wir das alles mitnehmen können. Jetzt müssen wir das alles nochmal extra machen. Ich würde gerne eine Stage mehr mitnehmen. Als Versuch den Orbit dann oben zu brennen. Ich weiß es nicht. Na doch. So, so, so. So, dann die hier nachher zum Orbit brennen und der Rest, um hoch genug zu kommen, ist jedenfalls die Theorie. So, das ist der Stack-Decoupler. Normal, so, wir haben, das Triebwerk ist da. So, im Flug über Kerbin, die Höhe erreichen wir auf alle Fälle, die Geschwindigkeit auch. So, Solid Fuel Booster müssen wir testen und zwar zusammen mit denen hier, wo ich jetzt einfach 6 mitnehme, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Ne? So, damit haben wir den Radial-Decoupler drinne. Wir haben den Stack-Decoupler drinne. Und uns fehlen nur noch die RT-Booster. RT-10 Booster. So. Die sitzen schief. So. So sitzen die richtig. Okay. Das haben wir. Das, ja, so. Die haben wir. Du kommst mit. Ihr werdet abgeworfen. Das wird abgeworfen. Das gezündet. Dat. So. Starti 2. Safe. Ist da natürlich die Hauptfrage. Hält dieses kleine Triebwerk als Stütze dieses Gewicht hier aus? Wichtige Grundfrage. Moment. Ah, nee, das wird dann teuer. Wenn ich sowas mache, wird das teuer. Also jetzt darunter einfach nochmal sagen, mehr Booster. So als Stütze. Erst die Booster. Na, ob das... So, erst die Booster, dann werden die abgeworfen, dann zündet der Rest erst. Der muss mit denen zünden. Sonst klappt das nicht. Jeb dabei. Ja, Jeb ist dabei. Jeb freut sich jetzt schon ungemein. Also damit werden wir wohl einen Orbit hinkriegen. Kostet uns 16.000, wird uns nicht so viel Geld einbringen. Also abgesehen von dem Orbit, weil die anderen Aufträge bringen uns ja gar nichts. Ne, aktiv. Hier 1000, 50, 1300. Na gut, kommen wir auf 60.000. Das ist gut. Das ist gut. 60.000 so circa nochmal eingenommen. Da haben wir schon mal... Oh, dann sind wir schon im sechsstelligen Bereich, wenn das alles funktioniert. Dann launchen wir mal. Optimismus. Vor allem ab das hält da unten. Das wird wahrscheinlich rumschwabbeln wie sonst was, weil wir noch keine Strukturen haben und die ja alle nicht verbunden sind. Egal. Ja, Jab Party vor dem Start in 3, 2, 1, Wii. Zählt jetzt irgendwas da schon mal als abgeschlossen? Okay, das funktioniert da anscheinend. Kerbin landet, klappt nicht, ich muss die wirklich gelandet testen. Also einfach auf den Boden stellen und abwerfen. Los, der Speed. Was ist daraus geworden? Wir müssen den Speed noch schnell erreichen. Schneller!
Nein! Na, das ist jetzt aber fies. Zu viel Gewicht, um das Tempo zu erreichen. Und zu unsteuerbar mit den Boostern, um einen Orbit zu kriegen. Wir glühen. Der schlimmste Start aller Zeiten. Und wir haben keine Chance, irgendetwas zu erreichen. Ah, so. Aus erstmal. Okay, die Höhe reicht locker. Okay, zwei Boosterstufen sind jetzt nicht gerade die beste Idee. Ich muss das einmal drehen, weil, ne, so muss das aussehen. Wenn ich auf 90 Grad bin, muss das so aussehen. So. Dann warten wir mal ab. Reicht der Tank mit dem Triebwerk, um den Orbit und uns wieder abstürzen zu lassen? Mist, wir müssen noch wieder zurückkommen. Ach so. Jetzt muss man erst immer runtergehen vom Zoom, um dann diese Mehrfachpfeilchen zu kriegen. Sonst klappte das auch ohne diesen Umstand. So, wir sind jetzt ganz weit oben. Und wir schmeißen jetzt das Triebwerk an für den Orbit. Ich muss Ressourcen, bitte. Ressourcen da. So, näher ran, bitte. Wir wollen einen Orbit. Wir wollen einen Orbit und wir wollen dabei nicht unseren ganzen Sprit verheizen. Oh, Daumen drücken. Näher ran. Und jetzt. Nochmal versuchen. Na, Hälfte vom Sprit ist weg. Ich mache mir irgendwie wenig Hoffnung. Na komm schon. Näher ran. Wir hätten uns die zweite Boosterstufe sparen sollen. Na komm schon. Wir müssen da hinten die 70 stehen haben. Dann können wir direkt bremsen und dann mit im Laufe der Zeit wird uns dann die Atmosphäre einfangen und abbremsen und dann werden wir schon irgendwann wieder abstürzen. Aber so weit müssen wir jetzt kommen. Nee. Na komm schon. Ich sehe dich noch nicht. Sonst wird das hier Verlustgeschäft, wenn das nicht klappt. Das ist euch klar da unten, ne? Na, näher ran und brennen. Da hinten ist es. Jetzt nicht verleiten lassen. Jetzt ja nicht verleiten lassen. Wir haben zwar noch ein Drittel der Spritus über, aber ich traue dem Braten nicht. Ab wann das hier als Orbit zählt. Ich würde darauf tippen, dass sie da einfach nur als Abfrage reingesetzt haben. Periapsis und Apoapsis einen Wert 69.847 plus haben. Alles andere wäre gemein. Und da ist ein okay. Und das ist ja, Orbit, Kerbin, haben wir. Gleich ab in die Tonne damit. So, wir haben ein Orbit über Kerbin und das bringt natürlich erstmal den Crew-Report, den wir auf alle Fälle mitnehmen. Wir können das nämlich immer noch nicht senden. Ersten EVA-Report, wenn wir schon mal hier sind. Bitte wieder einsteigen. So, Crew-Report, EVA-Report. Also, mehr kann ich ja gar nicht. Stimmt, mehr können wir ja gar nicht. Das ist ja traurig. So, Bremsmanöver. So. Einfach alles einmal. Vielleicht klappt, da das landet, kommt dann danach, ne? Das hilft uns dann ja auch nicht weiter. Abgesehen davon, dass wir sowieso nicht landen, weil wir im Wasser aufplatschen.
So, einfach abgeworfen, damit wir nicht wieder dasselbe spannende Problem haben wie beim letzten Mal. Und dann treten wir mal freudig in die Atmosphäre ein. Nö, los, schneller. Oder auch nicht. So, vierfach, weil wir unglaublich viel Speed drauf haben. Jeb am Jubeln und am Freuen und alles ist gut. So, 8, 7, 6, 5, 4. Gleich fällt uns einfach aufgrund der falschen Physikberechnung einfach hier oben die Kapsel ab und dann stehen wir da. So, Fallschirm schon mal auf. Muss man nicht auch ein Paracute testen? Warum habe ich die Mission denn nicht mitgenommen? Weil es splashed war und ich mir, glaube ich, Sorgen gemacht habe, dass wir nicht im Wasser landen, ne? Das kann sein. Ich, Vollidiot. Wir mussten noch eh was splashen. So viele Fehler. Ist ja traurig. So, spannend wird jetzt. Was kommt als nächste Mission? Die werden uns jetzt ja, glaube ich, direkt schon nach Moon schicken. Wäre, ja, sehr traurig. So, wir haben schon wieder die Antenne vergessen. Wir müssen die Antenne mitnehmen. Hätten wir jetzt senden können und hätten hier die Sachen nochmal aus dem Wasser machen können. Aber egal, wir machen den EVA, weil du schwimmen kannst. Ja, du konntest schon immer schwimmen. So, du nimmst hier EVA-Report, nimmst du mit aus dem Wasser und vergisst die Wasserprobe nicht. Und dann kannst du da wieder einsteigen. Ja, gut. Und wieder zurück. Ja, schön. Es funktioniert irgendwie. Wir haben 112.000. Das ist ein Traum. Noch mehr Science-Punkte und ein bisschen Geld zurück und Reputation. Aus der Reputation, was die genau bedeutet, werde ich noch nicht schlau. Aber das werden wir auch noch rausfinden. So, Booster. Wir haben diese komischen Stützen. Die kosten ganz schön viel. Die Booster kosten viel mehr. Ist nicht schlimm. Steiputnik ist teurer oder günstiger als eine bemannte Kapsel. Oh, Science-Teile. Müssen wir mitnehmen. Mehr Science-Punkte. Die können wir eh nicht forschen. Wir brauchen schon 90. 41, 45, 45, okay, dann bleibt ja eh nur das. Und größere Tanks, ein Traum, müssen wir auch noch hin. Kommt alles. Missionen, Paracute im Flug über, ja, dann hätten wir beim Abstürzen mitnehmen können, hat geklappt. MK2R Radial Mount Paracute, achso, die an den Seiten. Gut, wir nehmen die Paracutes für die Landung. Dann nehmen wir die testen wir die Separatron. Also die Kappler testen wir. Alle beide, ne? Ja, kriegen wir hin. So. Jetzt habe ich ganz viele die Kappler, die ich testen muss. Ne, ist ein Traum, habe ich ganz toll hingekriegt. Ich dachte, diese landen wieder hier. Im Suborbit will ich nicht. Rescue. Ich soll jemanden retten? Innerhalb der nächsten 5 Jahre? Okay, das hat Zeit. Return home and recover Orfield Kerman. Get Orfield Kerman about a vessel. Erreiche Moon. Orbit über Moon bringt Bonusgeld. Die Forschungsdaten bringt Geld. Auf Moon landen bringt nochmal Geld. Und vom Boden Sachen senden bringt auch nochmal Geld. Und da muss ich für 105.000 hinkommen und das gibt's noch mal extra wahrscheinlich, ne? Ja. Wird eine Herausforderung für das Geld, auf alle Fälle. Und den Rescue, das müssen wir uns auch noch mal angucken. Das klingt cool. Aber egal, jetzt möchte ich erstmal diese ganzen Separationssachen testen. So, Kapsel, bitte, so.
Im Flug über Kerbin die Rakete testen, ja, weil das ging ja voll in die Hose. Okay, wir bauen unsere nächste, unsere Stati 3 dann gleich zusammen für die ganzen Separationstests und hoffen, dass das funktioniert. Ich habe mir zu viel aufgeladen. Das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis denn. Tschüss.